Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 im Karrieremodus. So, wir stehen vor dem nächsten DFB-Pokalspiel. Gegen Hamburg dürfen wir spielen. Wir haben übrigens eine Pressekonferenz dafür, auch schon wieder. Wir motivieren unsere Düsseldorfer und eine Nachricht haben wir auch. Ich bin gerade in guter Form, danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Bitte, bitte, bitte. So, dann simulieren wir die paar Tägelchen. War nicht unbedingt viel, aber ich hoffe, es hat gereicht. So, Bebu ist wieder fit. Hallo ran, in Gottes Namen. Muss ich leider rausnehmen. Ich setze auf Bowley. Seidel nehme ich wieder raus. Bring ich Lindl für. Bellinghausen ist wieder fit. Boncheck ist nicht so auf der Höhe. So, Innenverteidiger Avevor. Baumhäuser darf auch wieder spielen für Janka. Kapuz muss hier auch mal wieder auf der Bank Platz nehmen. Schauerte kommt hierfür. So, Lamberts. Lamberts. Zweiter ZDM brauche ich noch. Bringe ich Gartner. So, habe ich eventuell noch ein ZDM? Bringe ich Manuel. Setze ich mal da rein. Damit ich hier eventuell wechseln kann. Benchop sieht nicht so gut aus. Poyampalo sieht nicht so gut aus. Aber es dürfte schon irgendwie funktionieren. So. Natürlich speichert man die ganze Sache. Und dann können wir im Halbfinale des deutschen Pokals spielen. Im DFB-Pokal. Und das machen wir auch. Wir sind auswärts bei Hamburg und versuchen hier alles zu geben. Mann. Oh, komm, ey. Schon wieder vorbei. Ich kann die Übung irgendwie nicht. Naja, egal. So, deutscher Pokal gegen Hamburg. So, ist halt lustig, weil wir die Bundesliga auch als nächstes gegen Hamburg wieder spielen dürfen. So, schön den Ball abgenommen. Unsere Stärke gleich mal beweisen. So, und natürlich hier irgendwie versuchen die Hamburger zu knacken. Mit ein paar guten Pässen. Na, Benchop heute natürlich nicht so fit. Wird eine harte Woche. Eine englische Woche, um ehrlich zu sein. Super, aber wir kommen da durch. Komm, Bebu, lauf. Ah, da kommt er nicht ganz hinterher, den Ball hinterher. So, Benchop holt sich den Ball wieder. Bowley auf Bench, Bebu. Bebu kommt aber nicht ran. Hamburg versucht, uns ein Schnippchen zu schlagen Richtung unserem Tor. Einfach mal aufhalten ist die Devise. Super, Lindl. Oh, schöner Hackentrick, aber leider kam der nicht an. Da muss man heute sein ganzes Repertoire auffahren. Das, wie man einfach mal ohne Zweifel hat. Ah, schade. Da kommt der Verteidiger noch irgendwie mit der Fußspitze ran. Also hier, ja, da hat er Benchop schon starten sehen. Und wenn Benchop startet, kommt selten ein Verteidiger hinterher. Das ist halt dann schon die Sache. So, weg damit. Erstmal klären die Sache. Nicht, dass hier brenzlig wird. Muss ja auch nicht sein. So, den Hamburger den Ball wieder abgenommen. Bibu bietet sich an. Benchop. Ah, schade, kommt nicht ganz hin. Nicht ganz. Es wird eine Mittelfeldschlacht, so wie es aussieht, diese Partie. Zumindest fürs Erste. So, Bebu. Ah, schade. Da laufe ich mich einfach nur fest. Das ist, war nicht unbedingt Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber wir haben eine Ecke. Aus Standardsituation können wir ja auch was rausholen. Ah, schade. Ah, da kommt auch Lindl nicht ran. So, komm. Oh, nee, nee, nee.
Super abgenommen. Schmitz. Na? Foulspiel. Schon wieder mal. Freistoßsituation. Die wollen aber an den richtigen Freistoß. Nicht so was schnell ausgeführtes. Gerade noch wegköpfen können. Jetzt wieder Ordnung, Leute. Ordnung. Kein Elfmeter. Freistoß für uns. Okay. Das ist natürlich gern gesehen bei mir. Besser als so ein blöder Elfer. Ben Shop läuft super, aber irgendwie kommen wir gerade nicht rein. Na, fick. Die Hamburger stehen gut. Umsonst stehen sie ja auch nicht im Halbfinale. Na. So, gut abgenommen. Es geht ja doch. Boah, der war ein bisschen weit. Oh, Bibu wäre beinahe noch hingekommen. Das wäre krass gewesen. Aber die Partie spielt sich wirklich gut im Mittelfeld ab. Oh nein, und keiner will zum Ball laufen. Wirklich. Fühlt sich keiner zuständig hier. Ah, Lindl hat es versucht, hier durchzulaufen, aber so nicht. So, einfach mal dranbleiben am Feind. Früh stören den Gegner, damit sie einfach hier nicht die Möglichkeit haben, konsequent vors Tor zu kommen. Das denkt sich aber Hamburg leider auch. Das ist ja unser Problem. Deswegen wird es halt einfach mal so eine Mittelfeldschlacht. Super. Und Einwurf für uns. So. Einfach mal. Oh, ich wollte die Seite eigentlich wechseln. Weil die andere Seite so schön frei war. So, Bowley, komm hin. Ah, nee, er lässt laufen. War ein bisschen weit. Schade. Aber immer früh drauf auf den Gegner. Dann läuft sowas. Vielleicht noch ein bisschen mehr Konsequenz zeigen. Abseits. So, 38 Minuten gespielt in diesem Halbfinale. Immer noch 0-0. Aber man kann kämpfen. Ich hoffe halt nur, dass es nicht in die Verlängerung geht. So, Benchop. Benchop, Pfosten. Die größte Möglichkeit hier in der ersten Hälfte. Ah, schade. Und dann geht die gegen den Pfosten. Ja. Gut. Ballbesitz. Düsseldorf. Und jetzt auf nach vorne. Lindl. Schade. Kriegen wir nicht rüber. Einwurf. So. Bibu. Rüber damit. Schauerte. Bebu. Ah, schade. Können wir nicht so abziehen, wie wir es gerne gehabt hätten. So, aber den Druck nicht hier nachlassen. Ah, so kurz vor der Halbzeit. Da kommen wir nicht hin. Die Hamburger mit einem schönen Konter. Aber den können wir ablaufen mit Bomhäuser. Super. Einfach gut gestanden. Und da kommt Bebu. Bebu. Nein. Was macht er denn? Schade. Ein Stücken eher. Noch eine große Möglichkeit für Bebu. Aber leider geht der nicht rein. Ja, ist halt ein ganz anderes Niveau. Also Passgenauigkeit ist auf beiden Seiten kläglich. Muss man ja sagen. Aber wir sagen mal fortsetzen. Die zweite Hälfte wird besser. Und da drehen wir natürlich die Passstatistik noch ein bisschen höher. Und ich glaube, über die Pässe kann man das Ding heute gewinnen. Wenn die richtig kommen. Ah, schade. Lindl wäre beinahe hingekommen. Hätte mir gefallen. Oh, shit.
Das war ein Fehler von Bowley. Ha, noch ein. Danke. Das war aber nicht nett. So, den haben wir jetzt. Oder auch nicht. Die Hamburger sind aggressiv. Die sind hier ganz anders aus der Kabine gekommen. Ein schöner Start. Hier in der zweiten Hälfte für Hamburg. Wir sind hart am Kämpfen. Haben wir das irgendwie gerissen bekommen? Oh, nee, so nicht. Schön reingegrätscht, schön abgefangen einfach mal. Oh, der war aber nur sinnlos, der Ball. Da hätte Bibu niemals hinkommen können. So, weiter Ball von Adler. Er probiert sich hier. Ja, es war aus dem Abseits kommt, ne? Deswegen ist er da auch nicht so hingegangen. So, Hamburg. Sehr stark jetzt gerade. Aber die Abwehrleistung von uns ist auch gut. So, Bowley. Oh, nee. Dann kann man die hier nicht auskombinieren. So, aber jetzt. Komm. Bibu. Ah, schade. Spielen hier den Ball zurück zu Adler. Damit das hier einfach mal safe ist. So. Hamburg wieder im Ballbesitz. Bauen sich auf vor uns. Wie eine hannoveranische Welle. So, aber den Ball haben wir. Oh, shit. Aber mit der Passgenauigkeit kann man natürlich keinen Blumentopf gewinnen. Oh, shit. Hätte ich in Lauf spielen müssen. Dann wäre der auch angekommen. So, schön abgenommen. Sehr früh abgenommen vor allem. Das ist sehr wichtig. Außenpfosten, es gibt es nicht mehr. Ah, so gute Dinger und wir sensen die einfach nur vorbei. Hamburg wechselt zweimal auf einen Sitz. Lasogga bringen sie und Beister. So, komm schon. Einfach mal dranbleiben. So. Benchop. Oh, ist hier platt. Lässt hier Bibu machen. Ah, schade. Ah, Benchop ist zu fertig für den Job hier. Der muss unbedingt raus. Sonst erholt sich der noch den Tod. Lindl ist sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Bringe ich Manuel. Gartner lasse ich drin. Bellinghausen lasse ich drin. Dann lasse ich das so mal. Eine Einwechslung haben wir noch für den Notfall. Dass wir eventuell, wenn es in die Verlängerung gehen sollte, nochmal Kräfte mobilisieren können. So, Benchop, du kannst dich zurückhalten. Muss jetzt auch nicht mehr sein, dass du dich hier kaputt machst. So. Und ich komme hier gar nicht im Ballbesitz. Aber jetzt. Benchop versucht es aber trotzdem noch hier zu laufen. Jetzt lass halt den frischen Bibu. Mensch. Super. Ah. Wäre abseits gewesen. So, 15 Minuten hier noch. Im Halbfinale. Im DFB-Pokal. Regulär. Ohne Nachspielzeit, ohne Allet. Ah, fick. Ich komme da einfach gerade nicht durch. So. Benchop kann man als Anspielstation zumindest nutzen. Aber es wird halt nichts. Ah, Bibu kämpft schön. Kämpft hart. So, Bellinghausen.
Schickt Bebu. Bebu zieht ab, vorbei am Tor. Mensch, das gibt es einfach nicht. Es gibt es einfach nicht. So, jetzt kommen meine Einwechslungen, meine zwei. Ich weiß nicht, wieso, dass ich jetzt Frame-Einbrüche habe, aber ich habe sie einfach mal. Was machen sie, die Hamburger? Ein weiter Ball. Super, Payampalo. Ein frischer Spieler einfach, der eventuell das Ruder rumreißen kann. Jetzt kann er sich beweisen. So, komm schon. Bebu. Payampalo läuft schön. Und wird hier zu Fall gebracht. Ich dachte schon, ich werde nicht mehr, wenn da kein Pfiff gekommen wäre. Der wäre durch gewesen, eigentlich rotwürdig. Hat es jetzt irgendetwas gegeben? Nein. Ganz knapp vorbei. Uch, das war zu fest. Das war einfach nur zu fest. Große Chance, aber so verhunzt. So, 4 Minuten noch. Regulär. Ich hoffe, dass wir hier die Erlösung noch bekommen. Die wäre wichtig. So, komm schon. Oh, schön. Aber abseits, Mensch. Schön durchgesteckt, aber dann ist da einfach mal so ein blödes Abseits. So, nach vorne damit. So, Payampalo. Payampalo. Und da ist er drin. 1:0. In der 90. Kein Abseits. Wunderschön zusammengespielt. Ja, so ein frischer Stürmer bringt ja doch was. Mensch. Schön mit dem Kopf mitgenommen und dann eingenetzt. Wunderbar. Das ist schön. 1:0 für Düsseldorf. Mann, war das lang spannend hier in der Partie. Im Halbfinale vom DFB-Pokal. Und dann sowas. Jetzt natürlich nicht nachlässig werden, Leute. Nicht nachlässig werden. Einfach nur weg mit dem Ding. Danke. So. Aufbau nochmal. So, Bebu. Mit Spielwitz, der Junge. Oh, drüber. Das, da hätte er den Sack zumachen können. Aber da pfeift der Schiri ab. Wir gewinnen im Halbfinale des DFB-Pokals mit 1:0. So stehen wir im Finale. So ist es schön. So wollen wir es haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei. Und bis dahin. Ciao.